Hallo und willkommen zu unserem Videoblog aus dem Friedensstadion. Wir sind eine Videosequenz seit Saisonbeginn noch dringend schuldig. Die wollen wir heute aufarbeiten. Und ich freue mich sehr, dass die Zeit es jetzt zulässt. Bei uns ist unser Cheftrainer der ersten Mannschaft, Benjamin Duda. Grüße dich herzlich. Hallo Bernd, hallo Germania-Fans. Freue mich, hier zu sein. Ja, wir wollen natürlich an diesem Novembertag schon mal so ein kleines bisschen auf die Zwischenbilanz ziehen, aber nicht vergessen, dass Benjamin Duda ja quasi in einer Übernachtaktion hier an die Seitenlinie berufen wurde, als er das Spiel gegen den HFC als verantwortlicher Coach hier managte an der Seitenlinie. Davon wusste er wahrscheinlich einen Tag vorher selbst noch nichts. Wie kam es denn damals tatsächlich zustande? Ja, in der Tat war es natürlich eine sehr ungewöhnliche Art der Übernahme, sicherlich begründet durch die Vereinsführung, aber ja, schon höchst kurzfristig. Wir sind ja erst am Zeitpunkt der dritten Woche der Saisonvorbereitung hier angekommen, einen Tag unmittelbar vor dem Testspiel gegen Halleschen FC. Der Verein ist schon ein paar Tage früher an mich, an uns herangetreten, hat seine Beweggründe thematisiert und in einigen guten offenen Gesprächen haben wir uns dann darauf geeinigt, zusammenzuarbeiten, was ja, bis zum heutigen Tag der Fall ist und natürlich auch weiter sein wird. Nun ist natürlich der Fußballsport, wie wir ihn kennen, ein ergebnisorientiertes Spiel und die Saisonpremiere und die folgenden Spiele haben natürlich manche Türen wieder geöffnet. Das war vom Einstieg her nahezu ideal. Mittlerweile haben wir 18 Spieltage absolviert. Ich sage, wir liegen im Soll. Wie siehst du das in der Bilanz? Ich sehe das identisch. Also wir hatten natürlich einen extrem guten Saisonstart. Ja, gefühlt den besten ever, was ich hier so als Echo von den Beteiligten vom Umfeld mitbekommen habe. Und dieser extrem gute Saisonstart trägt uns ja auch irgendwo bis heute. Denn wie du sagst, dadurch stehen wir immer noch auf Tabellenplatz 14 erstmal voll im Soll. Das andere Extrem ist natürlich dann die Sieglos-Serie, die wir zu erleiden hatten, ein Stück weit auch noch haben, wobei das immer eine Frage der Perspektive ist. Die Perspektive aktuell für mich, für uns, ist der Monat November, in dem wir immer noch ungeschlagen sind in der Liga, wenn man jetzt Babelsberg und Tasmania betrachtet. Und das wollen wir natürlich auch morgen in Lichtenberg bleiben, um dann eben in den restlichen vier Spielen 2021 so viel zu hamstern, so viel Punkte als Nahrung zu holen, um mit demselben Gefühl, nämlich im Soll zu sein, in die wohlverdiente Winterpause dann reinzugehen. Wir haben dieses Mal als Kulisse auch nicht den Hauptplatz oder die Tribüne gewählt, sondern stehen hier auf Platz 2, in dem die Jungs sich für morgen gerade noch richtig fit gemacht haben. Wir hoffen natürlich, dass das, was sie als Intention mitnehmen, reicht, um morgen dann auch Zählbares zu holen. Welchen Eindruck hast du aktuell von der Mannschaft für das Spiel morgen? Ja, weiterhin einen sehr guten, muss ich sagen. War auch wieder eine unheimlich fleißige, harte, intensive Trainingswoche. Die Jungs sind weiterhin total bereit, fokussiert. Klar, lechzen natürlich nach diesem Sieg, den wir unbedingt und schnellstmöglich wieder einfahren wollen. Auf der Kehrseite, wie ich gerade sagte, sehe ich die Jungs täglich im Training, erlebe sie auch im Gespräch, in den zwischenmenschlichen Interaktionen. Und da sind wir weiterhin auf einem Level, hat man ja auch gerade erst letzte Woche zu Hause gegen Babelsberg gesehen, wo wir berechtigt hoffen, aber eben auch tatkräftig darum kämpfen, mal wieder ein Spiel zu gewinnen, klar. Wenn dieses Video ausgestrahlt wird, dann sind wir wahrscheinlich schon fast ein bisschen schlauer, denn das Spiel gegen Lichtenberg steht ja bereits am Sonntag an. Wir wollen aber ja nicht nur den rein sportlichen Teil hier beleuchten, sondern es geht uns natürlich auch darum, die Person Benjamin Duda ganz einfach hier nochmal mit etwas Verzögerung ganz herzlich willkommen zu heißen in unserem Kreis. Wie fühlst du dich aufgenommen hier im Umfeld? Ja, auf jeden Fall schon seit längerem sehr herzlich willkommen, wie du gerade sagtest. Ich muss schon sagen, ich bin für den Moment wirklich glücklich und zufrieden, hier am Standort für den Verein arbeiten zu können. Höchst interessante Liga und eben auch eine tolle Plattform, toller Club für mich persönlich in meiner Trainerweiterentwicklung als junger Coach. Und deswegen kann ich nur wahrhaftig sagen, ich bin wirklich
glücklich hier zu sein, investiere alles, was ich habe, in die Arbeit mit der Mannschaft für den Erfolg und auch natürlich für das Ergebnis. Und wie du gerade schon sagtest, dann machen wir direkt am Sonntag in Lichtenberg im Wettkampf weiter. Du pendelst jeden Tag im Grunde genommen aus Niedersachsen hier rüber. Man sieht auch deine Familie zuweilen hier, die Leute, die dir nahestehen. Das ist also auch ein Stück Rückendeckung, das du da mitnimmst. Wie lang ist die Anfahrtzeit eigentlich? Wie viel muss man sich das vorstellen? Ich fahre täglich eine gute Stunde, Stunde 5, Stunde 10 hin und natürlich auch wieder zurück. Also auf jeden Fall ein Pensum, das gut machbar, gut verhandelbar ist. Ich habe ja auch gelegentlich die Möglichkeit, ein, zwei Nächte die Woche hier im Hotel zu bleiben, bei unserem Sponsor, beim Jürgen Richter im Altwernigeroder Hof. Und in der Kombination ist es wirklich super machbar. Und klar, meine Familie, die tatsächlich bei jedem Spiel dabei ist, mal mehr, mal weniger Menschen aus meinem Umfeld, geben mir natürlich die Rückendeckung, die für diesen Job als Fußballtrainer notwendig ist, aber auch die Energie, die Kraft, die ich brauche, um hier ja, als Trainer performen zu können. Und natürlich wird auch da deutlich in dieser Unterstützung, dass auch Sie sich hier sehr wohlfühlen in Halberstadt, tatsächlich schon im Umfeld auch reingewachsen sind. Mein Sohn läuft sogar wöchentlich hier beim Training mit. Und all das sind natürlich Tatsachen, wo ich auch sage, gerade auf der zwischenmenschlichen Ebene haben wir hier eine Kultur, eine Atmosphäre geschaffen, wo sich wirklich sehr, sehr gut und eben auch, ja, wie ich schon sagte, glücklich arbeiten lässt für dieses Ergebnis oder auch die Ergebnisse, die wir natürlich weiter einfahren wollen, weiter einfahren müssen. Die Frage nach der Anfahrtzeit hatte natürlich einen Hintergrund. Du wirkst auf mich nicht wie jemand, der dringend los will, wenn er seine Arbeiten hier erledigt hat, sondern immer entspannt und ausgeglichen. So in etwas ist jetzt nicht schlimm, wenn es mal eine halbe Stunde später wird. Das reflektiert natürlich auch ein bisschen von dem, was du eben sagtest, dass im Grunde genommen du dich hier angekommen fühlst. Wie sieht es denn mit dir, respektive mit euch aus, in Bezug auf die Stadt Halberstadt, auf die Region? Gab es Gelegenheit? Habt ihr die Gelegenheit gesucht und wahrgenommen, ein bisschen was davon kennenzulernen? Oder beschränkt sich euer ganzes Hiersein aufs Friedensstadion? Ja, zu Beginn war es natürlich tatsächlich die reine Fußballarbeit, die wir natürlich intensiv erstmal zu erledigen hatten. Ja, ein Ankommen rund um den Fußballverein Germania Halberstadt, um Bezug auf die Mannschaft, auf die Mitarbeiter und auch ja, auf die Liga, Regionalliga Nordost, die ja mehr oder minder Neuland für uns war. Aber mit jedem Tag länger, den ich hier bin, ja, bin ich auch gefühlt wöchentlich mal eine Stunde länger rundherum in der Stadt unterwegs, habe das ein oder andere schon gesehen und möchte das natürlich auch noch auf dieser Ebene ausweiten, wenn es dann die Zeit weiter zulässt. Das hören wir gerne. Also ist das eine Symbiose, die insgesamt funktioniert und wollen wir mal hoffen, dass die noch recht lange funktioniert und dass der Erfolg, der sich so schleichend wieder einzustellen scheint, eventuell morgen dann wieder einen neuen Höhepunkt erlangt. Das wünschen wir uns gemeinsam. Benjamin Luder, vielen Dank für dieses kurze Statement heute. Toi, 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 sage ich immer abschließend zur Pressekonferenz. Bei der Arbeit mit den Jungs, denn das ist die wichtigste Basis, die uns im Moment so verbindet. Und wir schauen ganz einfach, bleiben natürlich für euch aktuell dran. Vielen Dank, Benjamin Luder. Sehr gerne, bis demnächst.